Hallo zusammen und willkommen zur dritten Folge Leben wie Profis, powered by AOK. Heute steht Gehirnfitnesstraining auf dem Programm und ihr werdet in dieser Folge erfahren, wie ihr zum Beispiel euer dominantes Auge herausfinden könnt und vielleicht auch den richtigen Fokus finden könnt. Hinter mir seht ihr die Gemeindehalle in Bittenfeld und heute haben wir als Gast und auch als Trainerin Heidrun Link eingeladen, die sich die Jungs mal vornehmen wird. Sie wird 3 oder 4 Übungen gemeinsam mit ihnen durchführen und sie richtig ordentlich aufs Training vorbereiten. Zudem werdet ihr alle Profis, die heute da sind, mit Augenklappe betrachten können. Viel Spaß dabei. Ich bin die Heidrun, ich erzähle gar nicht viel von mir, weil es geht heute darum, dass wir das Gehirn ein bisschen trainieren. Ich mache mit euch ein Gehirn-Fitness-Training. Ja, wir steigen auch gleich ein mit einer Basic-Übung. Die Übung hat 6 Richtungen, das heißt die Richtung oben, unten, rechts, links, vorne und hinten. Gut, ich sage die Richtung an und ihr zeigt bitte in die Richtung, die ich euch sage. Unten, oben, vorne, hinten, rechts, links, 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 oben, unten. Okay, geht ein bisschen in Bewegung, bewegt euch in einem ganz guten Tempo, so wie es passt. Okay, oben, vorne, hinten, hinten, unten, oben, rechts, links, 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 rechts, oben. Okay, geht in Überkreuzbewegung. Ich gebe euch eine visuelle Aufgabe dazu. Blau ist oben. Wo ist die Farbe Blau? Okay, die Farbe Rot ist unten. Was ist unten? Wo ist die Farbe Blau? Unten. Okay, oben ist Blau, unten ist Rot. Rechts haben wir die Farbe Grün. Was ist rechts? Oben. Unten. Rechts. Links ist Gelb. Was ist links? Unten. Oben. Unten. Überkreuz einfach vorne im Wechsel die Füße. Wir überkreuzen die 2 Gehirnhälften miteinander bei dieser Übung. Die gegenteilige Richtung, die ich euch sage. Konzentration beginnt. Vorne, hinten, unten, unten, links, rechts, unten, oben, hinten, unten. Sehr schön. Wir gehen nochmal in die Überkreuzbewegung. Sehr gut. Was da oben für eine Farbe? Ne, blau. Okay, was war oben? Unten. Rechts. Links. Gelb. Rechts. Grün. Unten. Hinten. Ist orange. Okay, was ist hinten? Rot. Blau. Grün. Gelb. Links. Letzte Möglichkeit der Himmelsrichtungen. Ihr tut wieder das, was ich sage. Also wenn ich sage nach oben, geht ihr bitte nach oben. Ihr sprecht aber das Gegenteil. Also wenn ich sage oben, sieht es genau so aus. Unten. Unten. Genau. Alles gut. Tue, was ich sage, spreche das Gegenteil. Alles easy. Unten. Oben, rechts. Okay, überkreuzt nochmal eure Füße. Die Bewegung an sich ist nicht das Problem oder die Herausforderung, sondern das, die kognitive Aufgabe dazu. Ist aber sehr gut für das Gehirn. Es kann in eine Fokussierung kommen. Ihr bleibt jetzt in dieser Überkreuzbewegung. Wir versuchen es nochmal. Ich sage die Richtung, ihr geht in die Richtung und sprecht das Gegenteil. Okay? Rechts, links, vorne. Hinten. Okay, stellt euch bitte auf euer rechtes Bein. Versucht das zu halten. Dasselbe noch einmal. Tu, was ich sage, spreche das Gegenteil. Unten. Hinten. Vorne. Links. Rechts.
Okay, noch einmal die Kreuzbewegung. Sehr schön. Ich stelle euch eine Aufgabe, ihr sagt bitte das Ergebnis. 4 plus 4, 8 plus 9, 17 plus 3, 20 plus 8, 28 plus 5. Wie war das? 28 plus 5, 32 plus 3. Okay, zweite die Sache, die ich mit euch gern machen möchte. Wir testen jetzt euer dominantes Auge. Ich zeige euch einmal, wie es funktioniert. Ihr macht bitte ein ganz kleines Dreieck, also keine Spreizhände oder irgendwie, so dass ich eure Handfläche sehe, genau. Dann geht ihr zunächst mal in die Mitte des Gesichtes und geht von dieser Position, streckt ihr die Arme aus und fokussiert bitte mit euren Augen diesen Ball. Streckt die Arme aus, fokussiert durch dieses Dreieck mit beiden Augen den Ball und macht einmal das rechte Auge zu und einmal das linke Auge zu. Einmal bleibt der Ball drin im Fokus und einmal fliegt der Ball raus. Bei dem Auge, bei dem der Ball drin bleibt, das ist euer dominantes Auge, also euer Führungsauge. Wer ist rechts dominant? Nehmt bitte die Augenklappe auf euer dominantes Auge. Das heißt, euer nicht so starkes Auge hat jetzt im Moment mal die Möglichkeit zu fokussieren. Jawohl. Jetzt macht ihr bitte einen Daumen und fokussiert den Daumen mit eurem nicht dominanten Auge und macht vor eurem Blickfeld, ohne dass ihr die Halswirbelsäule bewegt, einen Kreis, einen Zickzack, einfach so Schlangenlinien und beobachtet den Daumen bitte nur mit eurem nicht dominanten Auge. Vergesst nicht das Atmen. Jetzt kommt euer Element. Okay. Werft den Ball von links nach rechts, von rechts nach links. Beobachte den Ball bitte mit beiden Augen, sodass du den Ball immer im Blickfeld hast. Und wir bekreuzen dabei unsere Füße im Wechsel. Ich sage die Farbe, ihr sagt die gegenüberliegende Farbe. Grün, gelb, orange, lila, rot, blau, grün, gelb. Okay, nehmt den Ball mal in eine Hand und werft den Ball bitte nach oben. Der Gegenarm schwingt vor und zurück. Macht bitte vorne eine Faust und hinten ist die Hand geöffnet. Vorne eine Faust, hinten ist die Hand geöffnet. Und ihr überkreuzt bitte noch eure Füße im Wechsel. Okay, wir buchstabieren das Wort Gehirnfitness. Und los geht's. G-E-H-E-S-S. Jetzt noch einmal zum Abschluss, setzt mal bitte die Augenklappe nochmal auf euer dominantes Auge, da bekreuzt die Füße im Wechsel. Ihr sagt die Richtung, die ihr seht. Letzte Konzentration, dann habt ihr es aber auch schon geschafft mit mir. Okay, Augenklappe wieder runter, um den Hals am besten und fokussiert nochmal den Daumen vor eurem Blickfeld und macht nochmal eine liegende 8 vor eurem Blickfeld, soweit es geht. Wunderbar. Ich bedanke mich bei euch fürs Mitmachen. Es war super. Danke. Ihr dürft die Augenklappen und die Bälle behalten und vielleicht gibt es ja ab und zu jetzt mal ein Augenklappentraining. Okay, Heidrun. Die Jungs haben jetzt voll fokussiert begonnen. Gehirn an, Stress aus ist dein Training. Was steckt denn da genau dahinter? Kannst du mal kurz ausführen? Gut, Gehirn an, also zunächst musst du ja mal dein Gehirn anschalten, damit du überhaupt die Aufgaben umsetzen kannst und dann kannst du aber dann nachhaltig am Stressabbau arbeiten. Also im Grunde ist ein ganz simples Gehirnfitnesstraining steckt da dahinter. Das sind ganz einfache Bewegungsübungen, koordinative Bewegungsübungen, das heißt der ganze Körper ist im Grunde involviert. Und die sind aber wiederum, und das ist das Spannende und das Effektive bei diesem Training, gepaart mit einer kognitiven Aufgabe. Für die Profis kann das Abschalten vorm Spiel, also vorm wichtigen Wettkampf, auch ganz wichtig sein. Aus deiner Sicht, für wen ist so eine Form der Bewegung oder so eine Form des Trainings sonst noch bedeutsam? Was würdest du dazu sagen? Also klar, für die Profis ist natürlich elementar wichtig, dass die immer wieder mal die Möglichkeit haben, das Gehirn auch abzuschalten, um sich dann auch fokussieren zu können. Aber, also ich sage immer so ganz platt, das Training ist für alle Menschen, die ein Gehirn haben.
Die Übungen sind für jeden was, hast du gesagt. Was genau brauche ich denn zum Üben? Also im Grunde brauchst du deinen eigenen Körper, du brauchst deine Motivation, du brauchst ein bisschen Platz, dass du dich ein bisschen bewegen kannst. Ansonsten, es gibt eine ganze Reihe an Übungen, wo du wirklich gar keine sonstigen Hilfsmittel brauchst. Das heißt, es steht nichts mehr im Wege, dass überall geübt und trainiert werden kann. Alle können dann ihr Hirn anschalten und den Stress dementsprechend ausschalten. Ich danke dir recht herzlich. Sehr gerne, sehr gerne. So, und dann haben wir jetzt noch den Carsten hier für ein, zwei Fragen zum Thema Gehirnfitness. Carsten, hallo. Wie schätzt du es ein? Waren das heute neue Inhalte? Waren bekannte Sachen dabei? Und kannst du dir darüber hinaus vorstellen, in euer Trainingsalltag was zu integrieren? Also ich glaube, man hat gesehen, dass das neue Sachen waren. Und zwar daran, wie aufmerksam die Jungs waren. Wenn die das alles schon gekannt hätten, dann, ich glaube, wäre die Aufmerksamkeit ein bisschen weggegangen. Aber man hat das ja gesehen, dass sie bis zum Schluss sehr fokussiert waren. Ich glaube, das war auch das Ziel von Heidrun. Und ja, für mich super Anregungen. Ja, das freut mich. Und daran anschließend, jetzt war es heute so ja, auf Fokus ausgerichtet, auf Konzentration. Bei aller Konzentration ist vielleicht auch der Spaß, ist der vielleicht sogar unabdingbar? Ja, der ist total wichtig. Also gerade wenn es um das Thema Lernen geht, und das ist ja beim Handball, geht es ja nicht nur um Arme, Beine und Muskulatur, sondern es geht ja viel um Verständnis, um Wahrnehmung und richtige Entscheidungen treffen. Das heißt, es hat viel mit Erfahrung, Lernen zu tun, und ohne Spaß funktioniert das alles nicht. Ich denke, man hat heute gesehen, dass Spaß dabei war bei den Jungs, bei der Heidrun auch und auch mir beim Zuschauen. Insofern war es eine gelungene Runde. So, die Profis starten perfekt fokussiert hinter mir in ihr Training. Vielen Dank an Heidrun Link für die spannenden Einblicke. Wer mehr über das Thema erfahren möchte, der kann gern ihr Buch sich im Handel erwerben. Gehirn an, Stress aus. Und die nächste Folge möchte man noch darauf hinweisen, da werden wir entspannen, da werden wir regenerieren und einfach mal den Handball beiseite lassen, raus aus der Halle, rein in die Natur und erfahren, wie sich die Profis so ihre Auszeit nehmen. Wir freuen uns drauf, bleibt gespannt und gesund und bis dahin. Ciao.